Så! Dreh dich um! Ja, der ist es, Doch, das geht. Komm, geh hin. Warte mal kurz hier. Oh, sie ist da. Ich hab's so gewusst! Oh Gott! Lass sie. Hey. Na du? Wie damals schon Justin Bieber sagte. Oh, hey Baby. Ich bin deiner. Ich hab dir Rosen mitgebracht. Und Veilchen, Tulpen, alles. Aber für mich bist du mein kleines Schneeflöckchen. Weil ich dich auch irgendwann vielleicht mal pflücken möchte. Wollen wir, Babe? Stefano, ich kann das nicht. Doch, du kannst das, glaub mir, du kannst das. Jetzt, gib nicht auf, los, let's go. Was ist denn los, let's Baby go. Girl? Stefano, wirklich? Doch, das kannst du, Leon. Ja, sehr gut! Glaub mir. Baby, 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 oh, jetzt, komm. Kurz eine Pause, ja? Komm mal mit. Hey, jetzt hör mir genau zu. Wir sind nicht hierher gekommen. Wir sind nicht hierher gekommen, um zu verlieren. Okay? Das ist Johnny. Doch. Das ist Johnny. Und jetzt hör mir genau zu. Melody, wir sind nicht gekommen, um zu verlieren. Reiß dich zusammen. Das ging ja schnell. Zeig denen, wer der Meister ist. In dem, was er gerade tut. Ist das Speedrun? War das gerade Speedrun? Melody, du schaffst das. War das gerade Speedrun? Melody, du hast so viele YouTube-Videos gesehen. Du weißt, wie das geht. Bring diesen Typen dazu, dass er denkt, scheiße, ich will ausreißen. Melody, das schaffst du. Vertrau dir. Let's go. Runde 2 kann beginnen, let's go. Hey. Wie geht's dir? Richtig gut. Das freut mich. Stefano. Guck mal. Heute wurde nach mir gesucht. Ich bin in den Fluss gestürzt. Die haben meine Leiche nie gefunden, aber glauben trotzdem, ich wäre tot. Aber für dich bin ich nochmal extra vor ganz, ganz oben gekommen. Aus dem Himmel. Runter zu dir. Weil ich das Paradies nicht oben sehe, sondern das Paradies dort ist, wo auch du dich befindest. Und das ist gerade hier. Deswegen frage ich dich, ob du heute gerne mit mir auf ein Date gehen möchtest. Date-Time. Hey, willst du mein drittes Date sein? Oh nein. Baby Girl, ich bin das Date. Hm. Also das dritte Date. Das Date. Weißt okay. Du kannst 500 Macke haben, aber da gibt es auch den einen. Das bin ich. Und denkst du, ich bin die eine für dich? Ja, na klar. Das Wirklich? War schon von Anbeginn so, ja, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Wann war das denn? Die Tankstelle. Mhm. Da habe ich mir die Kippen geholt und dann habe ich dich gesehen und dachte mir, oh weh, jetzt kommt auch schon die zweite Sucht. Du, nimm den Zigaretten. Ja, ich glaube, deswegen habe ich dich auch angesprochen, nur deswegen. Weil du hast so eine schöne, du hast so eine Autorität ausgestrahlt, so ein schönes Alter, so alt. Aber jetzt bist du doch nicht so alt. Ich weiß nicht, wie ich damit klarkommen soll, weil du bist ja doch nicht alt. Naja, du bist so eine Art Lebenselixier. Ich war tatsächlich 118, aber dann kamst du ins Spiel und das hat mich jünger gemacht. Das ist doch immer so bei der Liebe. Ist es deine Naturfarbe? Ja, tatsächlich. Ich habe mir das Grau endlich rausgewaschen. Oh. Okay. Mhm. Oh. Ich habe auch endlich mal meine Tats freilegen können. Guck mal, da oben ist ein 69. Hm. Ja, ich sehe es. Ja. Was steht die 69? Kann ich ja mal zeigen, wenn du möchtest, irgendwann, wenn es besser läuft. Okay, es ist zu Hause bei dem Poster oder so hängen? Was denn, was meinst du? Ja, die 69, verstehe ich nicht. Ja, das ist so eine Sache. Also das ist halt, die 6 ist halt umgedreht eine 9 und andersrum ist das genauso. Mhm. Und, das hat halt viele Bedeutungen. Mhm. Zum einen sagt das halt auch aus, dass, Dinge nie fest sind.
Man muss sie nur von einem gewissen Blickwinkel betrachten, damit sie eine ganz andere Bedeutung gewinnen können. Mhm. Und so ist das auch bei uns. Dieses ständige dumme Hin und Her und die Zankereien sind nur aus einem gewissen Blickwinkel getroffen worden. Aber wenn man das alles anders betrachtet, so glaube ich, dass wir auch auf anderen Ebenen auf eine ziemlich, ziemlich große Chance haben, miteinander gut klarzukommen. Und das versuche ich heute. Springe über meinen Schatten und führe dich aus. Schönes Kleid, by the way. Und du bist gar nicht mehr so fett wie damals. Machst du Training? Also letztens hast du gekotzt, als du das gesehen hast. Ja, letztens. Und wie viel hat dich Stefano gezahlt? Gar nichts, ich schwöre. Nichts. Es braucht nur einen kleinen Schubser von einem guten Freund, um zu erkennen, was hier gerade wirklich Sache ist. Ne? Soll ich Susanne anrufen? Nein, die denkt, ich bin tot und das soll so bleiben, sonst ist das hier nicht mehr gewährleistet. Sie hat mir einen Antrag auf einen Heiratsantrag gemacht. Das bedeutet, sie hat mich und gefragt, er hat abgelehnt, ob ich sie fragen warum? Kann. Weil er dich will. Ich habe mich in den Fluss gestürzt und dann haben alle nach mir gesucht. Die denken, ich bin tot und so soll das auch bleiben. Aber als sie mir den Antrag gemacht hat, dachte ich, ist das wirklich die Endstation? Und dann kamst du mir durch den Kopf geschossen. Und dann habe ich dich gesehen. Und ich dachte mir, nein, mein Abstellgleis. Was bist du? Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie Vertrauensprobleme. Ich kann das nicht glauben. Oh. Wie kann ich da glauben? Nun, Ich könnte dir jetzt irgendwelche Dinge erzählen, aber lass dich einfach fallen und riskiere es mit mir. So auch ich wage mich wieder ein risikobehaftetes Ereignis und ich weiß halt nicht, ob ich da wirklich jetzt gedamaged oder voller Glückseligkeit rauskomme. Aber ich tue es einfach. Ich bin kein Kopfmensch. Ich entscheide immer nur mit dem Bauch. So auch bei dir. Baby girl. Yeah. Stefan, ich kann das nicht. Oh nein, nein, nein. Ey, reiß dich zusammen. Okay. Ja, okay. Bleiben wir jetzt die ganze Zeit hier oder gehen wir irgendwo hin? Nee. Stefano hat uns die ein oder andere nette Umgebung rausgesucht, wo wir dann eventuell etwas Zeit verbringen können. Aber wir müssen noch ganz kurz hier bleiben, weil wir warten gerade auf jemanden. Ja, natürlich. Der natürlich das alles noch hier noch verschönern wird. Okay, sind die Blumen für mich? Ja, die sind für dich. Willst du die haben? Ja. Hier bitte. Danke. So. Oh. Ich bring die ins Auto. Ja, mach das. Sehr schön, sehr schön. Ey, das läuft gut, oder? Guck, wie schön die aussieht, oder? Das ist eine echt, die ist echt 10 von 10. Digga. Also ganz ehrlich, Digga, ne? Das ist eine richtig geile, oder was, Digga? Guck mal, wie geil die aussieht, Digga. Guck mal, den Kleid, Digga. Guck mal, die Sommer. Melody! Guck mal, was ist das da vorne? Dreh dich mal um hier hin. Oh nein! Hier, diese Seite. Oh nein! Oh nein! Was ist denn? Boah, Digga, ist. Okay, achso, ich dachte gerade, das war's. Okay. Oh Gott. Okay, let's go weiter. Oh nein, bitte nicht. So, Boah, Leute, könnt ihr mal die Seiten wechseln, das ist für mich scheiße gerade. Also kann der mal vielleicht rechts und du links? Weil ich habe eine Freundin, das geht nicht. So. Ui. Oh, ich hab da was. Guck mal. Was ist denn da hinten? Ist das etwa eine Gitarre? Wo? Du verlierst gerade. You know you love me. I know you care. Just shout whenever. And I'll be there. You are my love. You are my heart. And we'll never, ever, ever be apart. Ari and I, damn, your heart, good, quiet playing. Yeah, yeah. We are just friends. Yo. We are you saying, Say it, there's another. Yo. And looked right in my eyes.
my first love broke my heart to the first time. And I was like, baby, 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 oh, baby, 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 oh, baby, 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 oh, baby, 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 vielen Dank dafür. Guten Tag, ich bin der Kellner. Guten Abend. Hallo. Oh, Alkohol, das brauche ich jetzt. Psst, läuft gut. Okay, dann erzähl doch mal. Was machst du in deiner Freizeit? Genieß es einfach. Sehr schön. Ich habe ein Talent dafür, Leute auf den Sack zu gehen. Ich würde das jetzt nicht als Beruf sehen, weil ich dafür keinen richtigen Lohn bekomme. Ja. Sonst, kämpfe ich gerade mit meiner Pornosucht und darüber hinaus esse ich übermäßig viel, was ich aber wieder gut verbrennen kann, weil ich oft vor Leuten wegrenne, die mir auf die Fresse hauen wollen. Wie sieht's denn bei dir aus? Also, ich laufe einfach nur rum und tue so, als hätte ich kein Geld und ziehe Leute ab. Und das war's tatsächlich. Ich bin nicht so umfangreich und vielseitig wie du. Oh ja, ich weiß. Aber ich habe mir bewusst jemanden gesucht, der ziemlich einfach gestrickt ist. Als guten Gegensatz. Du weißt ja, wie es ist. Die ziehen sich ja bekanntermaßen auch an. Findest du, dass ich einfach gestrickt bin? Auf einer gewissen Art und Weise schon. Okay, und was bist du? Als Vorspeise gibt es ein Käsebrötchen aus einem Camembert-Käse, aufgemacht auf ein wunderschönes Weizenbrötchen, geschmückt mit einem kleinen Salatbouquet. Lassen Sie sich schmecken, der Hauptgang kommt sofort. Vielen Dank, Dankeschön. Also, als erstes bin ich höflich, denn ich habe Danke gesagt. Und als zweites, auf die Frage zu antworten, was ich bin, ein verficktes Genie. Und warum? Wie kommst du darauf? Das ist eine gesunde Selbstanalyse gewesen. Ich habe mich beobachtet, habe Leute gefragt und wir sind zum endgültigen Entschluss gekommen, dass das die einzig richtige Antwort ist, rational gesehen. Also denkst du, es ist geniehaft, wenn du ganz viele Frauen miteinander, also wenn du ganz viele Frauen hast und so tust, als hättest du keine? Ja, das kommt immer darauf an, was man damit erreichen möchte, aber bei Susanne hat es für ein Haus gereicht. Und für ein Auto, für die Schlüssel und für das Geld. Wie kam es denn jetzt zu der Trennung? Ich habe mich in den Fluss gestürzt, weil sie mich gefragt hat, ob ich ihnen einen Heiratsantrag machen möchte. Und ich dachte mir, um sie nicht zu verletzen, mit einem Nein, was vielleicht dafür sorgt, dass die Beziehung in die Brüche geht, und auch nicht mit einem Ja, was eventuell nicht die endgültige Lösung für mich wäre und ich später dann mit ihr Schluss mache und es noch härter ist, täusche ich einfach meinen Tod vor. Das ist die gesündeste aller Alternativen gewesen. Also heiraten willst du nicht, ja? Doch, mal sehen. Nicht sie. Vielleicht die richtige irgendwann. Okay, und Kinder? Klar. Mit der richtigen. Wie viel? Zwei. Den einen, der nächste Fano. Und die andere... Die andere nenne ich, Gregor. Was? Wie? Und du? Rega? Ja. Ja. Okay, was ist für ein Name? Na, das ist die Abkürzung von Gregory. Ach so. Okay. Lass mich ganz kurz innehalten. Also. Stefano! Hä? Ui. Komm mal. Ui. Ich kann hier kurz nicht auch noch Freunde. Scheiße, ey. Psst, falls sie nachher nicht mit will, ne? Ja. Ich danke dir, mein Freund. Also. Wieder zurück. Du musst zurück. Oh. Also ich muss sagen. Also, weißt du, ich mache mal so Notizkram und so. Ich lebe eigentlich nur aus meinem Blog. Und
Ich mag das, wenn du mal so abweisend zu mir warst und so getan hast, dass du nichts von mir willst. Du hast mich damit richtig gecatcht und ich habe das Gefühl, dass du der einzige Alpha bist, den ich je getroffen habe. Und weißt du, ich bin wie so eine Puppe, wie so eine leere Puppe. Ich bin wie so eine Harlekin. Ich habe halt einfach keine Orientierung. Was ist eine Harlekin ohne ihren Meister? Du bist dann halt keine Harlekin, du bist einfach nur ein Millennial. Was ist ein Millennial? Ja, das bezeichnet eine gewisse Generation an Menschen. Aber das trifft eigentlich auf jede Art von Mensch zu. Wir haben heutzutage alle keine Orientierung mehr. Die einen leben in der Midlife-Crisis, die anderen hängen schon mit 12 am Joint und haben sich aufgegeben. Das, was du durchmachst, ist nichts Besonderes. Du bist nur das Ergebnis unserer kaputten Gesellschaft. Hier haben wir einen 100% künstlichen Rindfleisch-Patty in einem Krossenbrötchen mit einer Scheibe Tomate, Zwiebeln und einer Scheibe Gürkchen. Und dann haben wir ein bisschen Senf und Ketchup drauf gemacht. Manche würden sagen, das ist ein Burger, aber das ist mehr als ein Burger. Das ist nämlich ein Remake. Lassen Sie sich schmecken. Wir kommen gleich zum Dessert. Darfst du noch etwas zu trinken sein vielleicht? Dankeschön. Danke. Erstmal nicht. Vielen Dank. Sehr schön. Gott, ja, Susanne, was ist? Ich bin für Sie da. Es ist wahr, Susanne. Es ist leider wahr. Also, Stefano erklärt gerade Susanne, dass ich tot bin. Guck mal, was ich alles für dich auf mich nehme. Tut mir wirklich leid, der ist tot. Was machst du, wenn sie rausfindet, dass du doch nicht tot bist? Das wird sie nicht. Für sie bin ich immer tot. Aber für mich... Ich schreib dir, Susanne. Nicht. Alles gut, Susanne. Da keul nicht mal gerade, aber eh halt. Gib mir meine Nummer. Ich bin Single. Ich geb dir eine neue Nummer. Aber was ist, wenn Susanne da ist und ich nenne dich auf einmal, wie du heißt? Nenn mich. Aber wie nennst du mich dann? Diego Montenegro. Was? Diego Montenegro. Diego. Das war früher mein Tänzername. Kannst du tanzen? Oh ja. Mach mal. Ja, dann schon. Okay. Ich weiß jetzt nicht. Dafür brauche ich Musik und das Ambiente. Das können wir vielleicht später machen. Weißt du? Also, ich will aber die Einzige sein. Das erstens heißt das Einzigste. Ne? Ich will zweitens, die Einzigste sein. Jetzt. Okay. Warte mal ganz kurz. Da muss ich ganz kurz, kurz dazwischen gehen. Einzige oder Einzigste? Einzigste, Stefano. Aber Einzigste. Einer hat es mir Einzigste gesagt, so ein Lehrer, und dann hat der Dicke zu mir gesagt, Einzige, was nein, jetzt? Nein, dann war er dumm. Einzigste heißt das. Merkt das heißt das? Einzigste. Ach, Lackschnauze, mach weiter, Junge. Also, weißt du, wenn ich herausfinde, dass du dann doch noch die Masche machst mit anderen, dann sagst du das Susanne. Okay, klar. Weißt du, ich kann nicht jetzt von jetzt auf gleich sagen, dass ich Gefühle für dich habe. Ich weiß, dass das für dich echt viel ist und dass du für mich schon so lange so empfindest. Aber ich muss natürlich... Ich bitte dich. Ich muss ein bisschen aufpassen. Also, so schnell... Also, ich weiß, dass deine Gefühle für mich überwältigend sind und das manchmal sehr nervenauftreibend sein kann. Aber ich muss gucken, wie du dich halt so machst und... Was soll ich denn mich machen? Willst du, ich mach jetzt nicht die Unnahbare. Ich weiß genau, wie ihr tickt. Du bist überwältigt. Du hast einen Überschuss an allem. Deine Hormone spielen verrückt. Jeder Einzige, oder in diesem Fall jede Einzige, ist schockverliebt. Das ist die Natur. Yeah. Das ist ein normaler biochemischer Vorgang, der zu mir geht. Doch. Nein. Mach dich jetzt nicht lächerlich, Melody, wirklich. Nein. Melody, ich meine das ernst, sonst trinke ich die scheiß Kippe auf deiner Stirn aus. Tut mir leid. Entschuldige. Mach doch. Nein, natürlich nicht. Mach doch. Nein, alles gut. Ich will auch nicht, dass du ins Unicorn gehst. Mach ich nicht. Und ich will, dass du mit keiner anderen Frau Kontakt hast. Wie, auch nicht mit der Kassiererin? Nur höchstens Smalltalk. Klar. Wenn ich dich hier mit einer anderen Frau sehe, bring ich dich um. Wollen wir erstmal das Date machen, bevor wir zu irgendwelchen Entscheidungen kommen oder so? Da wird Zeit für Dessert jetzt, dass ihr was Süßes bekommt. Ja.
Ich meine, du verlangst ganz schön viel. Du musst mich doch erstmal kennenlernen, oder nicht? Also, wenn du mich willst und mich kriegst, dann hast du sozusagen im Lotto gewonnen. Ehrlich? Also, du musst doch einiges dafür aufopfern. Kommt nach dir nicht noch sowas wie die Glückszahl oder so? Nee. Du bist der Komplettgewinn. Ja. Na klar. Was Besseres findest du nicht. Puh, alles klar. Ich danke dir, mein Lieber. Gerne. Dankeschön. Gerne. Gut. Kann ich dir heute sogar noch was beibringen? Höflichkeit. Das ist wie ein Boomerang. Kann ich auch alleine. Das kommt immer zurück. Ja, dann mach das doch. Ja, du kommst auch immer zurück. Bist jetzt doch wieder da. Jetzt wird das jetzt kaputt. Hallo, hallo. Okay, gut. Was? Stefano, ich glaube, wir sollten die erste Station abklappern. Nein, wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch eine Überraschung für euch. Ach. Also macht doch mal ein bisschen weiter jetzt, wirklich. Also wirklich, okay. Leute, ihr seid keine Kinder mehr. So, dann kommen wir jetzt nochmal zu dem Dessert. Das ist doch kein Problem. Denn Liebe geht auch bekanntlich durch den Magen. Reiß dich zusammen, Melody. Das ist eine höfliche... Bitte. Vielen Dank. Bitte danke schenken, sehr. Mein Freund. Schokoladen. Die Dame darf noch etwas einflächen. Also, was sie vielleicht noch darf ich nachschenken? Ich schenke mal kurz hier nach. So, bitte sehr. Die Eis Kerze ist ja ausgegangen. Ich wechsle noch kurz die Kerze aus. Bitte sehr. Vielen Dank. Das Eis lässt doch lieber weg, ne? Warum? Oh, guck mal, da ist ja noch was. Ich habe dir was zum Shoppen mitgebracht. Ich weiß doch, dass du materialistisch veranlagt bist. Guck mal. Ganz teure, ganz tolle Kleidung. Ich habe dir ein paar Socken mitgebracht. Ich bin nicht Materialist. Doch, bist du. Nein, ich will das nicht. Das ich habe genug Geld, ich kann für mich selber sorgen. Nein, hier, nimm das Geschenk an. Ich will das nicht. Du kriegst das. Dann gibt es Stefano, der jetzt nötiger. Melody, das war echt teuer. Stefano kann wohl kaum Frauenkleider. Ich bin doch nicht eins von deinen Sugarbabys wie Tiger. Ich bin besonders. Ja, natürlich, deswegen habe ich was rausgesucht, was noch keine bekommen hat. Was denn? Pinke Unterwäsche. Soll ich die für dich anziehen? Leicht durchsichtig. Ja, wenn du möchtest, aber nicht jetzt. Du hast doch sowas gesucht, Melody, vorhin. Wirklich, das brauchtest du doch. Ich schwöre, das hast du gesucht. Aber das darfst du meinem Daddy nicht sagen. Natürlich nicht. Dieser Hornsohn ist eh nicht da. Im kleinen Jarak wird gar nichts erzählt hier. Ich schwör's dir, der hat doch hier so seine Gewalt. Der hat auch gar nichts mehr zu melden, wirklich. Ich schwör's dir. Der ist wie ein stiller Alarm. Der kann mal ein bisschen Kacke essen. Das macht er tatsächlich. Ich hab ihn erst gestern dabei gesehen. Wirklich? Aus einem Napf. Der kleine Wichser. Ich hoffe, gestern nicht raus, den mir Hausarrest gegeben. Was hat er? Ich habe Hausarrest gehabt. Warum? Weil ich mich mit Männern treffe. Ja, mit allen, mit mir aber nicht. Also die Tasche, die kannst du den Butler geben. Ja, wir nehmen mit. Ja. Das kannst du ja jetzt nicht tragen. Das ist irgendwie... bisschen romantische Musik. Ja. Ist das jetzt soweit oder nicht? Die kriegt ein Semester nicht soweit. Wie lange braucht die denn? Ich weiß es nicht. Die hat gesagt, ruf dich Taxi. Darf ich mir dein Gesicht anfassen? Aber nur, wenn du dich mit mir unter den Schirm stellst. Aber natürlich doch. Oh. Kannst du ein Foto von euch beiden machen? Warum bist du so groß? Meine Schuhe. Oh, scheiße, das ist voll. Ja, bitte. Soll ich sie ausziehen? Ja. Okay, warte. Hallo. Das sieht echt komisch aus. Besser. Ja. Warte mal. Oh Gott, zieh die Schuhe wieder an. Das ist ja ekelhaft, Melody. Was denn? Sind Füße deine Achillesferse? Ich war mal Fußmodel. Ehrlich? Das ist aber schon echt lang her. Nein. Wirklich? Ja. Da guckst du gerade auf die falschen Füße. Ich habe echt schöne Füße. Gut. So. Und jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Verdauungsschnaps. Kein Problem. Melody, wie darf ich dich nennen? Hast du irgendwelche bestimmten Spitznamen oder sowas? Mich nennen alle immer Melody. Dann bist du ab sofort für mich mein Himbärchen. Auf gar keinen Fall. Doch. Nein. Doch. Also, was nennst du alle deine Frau nach Früchtchen? Nein, du bist die Erste. Nein. Ich mag Erdbeer. Möchtest du mir vielleicht noch erzählen, was dich dazu bewegt hat, doch letzten Endes auf dieses Date hier einzugehen und mir eine Chance zu geben? Ich wusste nicht, dass du das bist. Oh, gut, aber positive Überraschungen sind auch nie schlecht. Also, ich weiß nicht, ob ich das kann. Was kannst du denn nicht?
Naja. Okay, Mädchen, pass auf, du bist dabei, einfach nach dem Erfolg zu greifen. Du musst nur deine Hand ausstrecken. Alle anderen Leute würden für deine Position töten. Und du schätzt das nicht? Oder was? Jonathan, du bist toxic as fuck. Ich bin nicht... Himbärchen. Wirklich nicht. Ich bin alles andere als das. Ich bin einfach nur orientierungslos und du bist mein Kompass. Er zeigt, by the way, Richtung Liebe. Liebst du mich, Melody? Aha! Ja! Ja! Ich will hier runterspringen, ich will mich umbringen. Alles gut. Ja. Nein. Was mit den Getränken? Gut. Warte. Denn bei mir ist es anders, Melody. Darf ich ganz kurz mit Melody sprechen? Ja. Also, kommst du mal ganz kurz? Ich bin voll, ich kann nicht. Melody, sag mal. Ja. Was ist los mit dir, was an? Unbekannter Mann, du machst deinen Job sehr gut. Deine Sprüche sind fresh, die sind flott und ziemlich schleimig. Du berührst dich. Du machst das sehr gut, mein Freund. Wieder zusammenbrechen. Bring ihn dazu. Wie alt bist du, mein Freund? Du kannst doch nicht jetzt gegen den verlieren. Ja. 28 Jahre jung. 28 Jahre jung. Pass mal auf, dann kennst du dann, du bist aufgewachsen mit dem Pokémon, ne? Kennst du das? Ja. Weißt du, was du sagst? Melody, willst du mein Relax? Willst du mein Relaxer sein? Okay, so verstanden. Dann geh mir aus dem Weg. Zurück, dann spiel mit. Oder irgend sowas. Okay, das ist eine gute Idee. Melody, das ist guter Spruch. Spiel mit. Und warte mal. Nimm ihn auseinander. Und glaub mir, wenn du dich nicht traust, das ist genau das Richtige, was du brauchst. 100% gänzlich, mein Freund. Das ist Rain Energy, keine Sorge. Okay. Das pimpt dein Gehirn ein bisschen. Das gibt dir die Vitamine, die du brauchst. Du schaffst das, ich glaub an dich. Vielen Dank. Wenn du ein Wingman brauchst, wenn du in einer Notsituation bist, huste dreimal. Hallo? Ich muss sagen, ich trenne mich von dir. Was? Ich glaube, ich habe meinen Seelenverwandten gefunden. Wer ist denn am... Verkneif den Spruch, den ich dir gesagt habe. Verkneif ich, den. Es hat mich wie ein Blitz getroffen. Ich muss das jetzt machen. Was? Tut mir leid. Also so gut weißt du nicht. Ich glaube, ich habe jetzt den Jackpot. Also ja, aber... Ja, schrei mich nicht an. Ihr rote Haare, aber... Ja, ich weiß. Ja, aber du bist Vergangenheit. Ich muss jetzt in die Zukunft blicken und muss jetzt meinen Weg gehen. Ich habe meinen Traum angefunden. Ey, okay, das ist ganz schön schnell, ey! Okay, tschüss. Jonathan. Ich bin jetzt frei. Was? Also, das hat noch nie jemand für mich gemacht. Und... Hey, du hast für mich jetzt gerade... Ich habe für dich jetzt Schluss gemacht. Ich will dich. Wir können jetzt los. Steigen Sie ein. Ich hol das Romantische. Ich will dich so richtig. Ja. Warte mal, was? Irgendwie, das ist aber jetzt nicht, was wir ich will. Wir holen jetzt das Auto und danach fahren wir mal irgendwo hin. Okay. Setz mich unter den Schirm. Gott. Ja. Okay. Okay, los. Ja, dann auf. Sag doch, wenn du läufst! Hey! Ich lauf doch! Okay, jetzt komm runter. Das ist so schwer. Oh, das ist gut. Ja. Ich mach mal die Tür auf. Okay, steigen Sie ein. Erstmal die Dame. Nein, 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 Melody. Hier. Bitte einmal hier, ich mach die Tür auf. Dann machst du das, ja. Dankeschön. Na klärchen, Bärchen. Weißt du, ich glaube, wenn ich Himbärchen bin, nenne ich dich Erdbärchen wegen deinen roten Haaren. Guten Abend, liebes Paar, ich bin Ihr Vater, mein Name ist Big Baba Driver. Ich bringe Sie jetzt an einen wunderschönen Ort, dort können Sie den Abend genießen. Und glauben Sie mir, es ist etwas Besonderes. Ja. Ich bin diskret, ich höre nichts, ich sehe nichts, ich weiß nichts. Sie können tun und lassen, was Sie möchten. Hallo Big Baba Driver, was ist mit Stefano, kommt der nach? Der kommt nach. Also Erdbärchen. Ich finde, Erdbärchen ist super. Einmal wirklich wegen deiner Haarfarbe. Und ich finde, du bist wie mein Löwe, mein Bär. Das verstehe ich. Kannst du mich denn auch halten, wenn ich falle? Wie viel hast du gerade auf der Waage? Nicht so viel. Ich bin unter 50 sogar. Wirklich? Von dem... Ja. Reden wir jetzt noch über IQ oder Gewicht? Tatsächlich Gewicht. Oh, okay. Ja, das ist doch gar nichts.
Dann werde ich, dann werden wir mal zusehen, dass du ein bisschen... Ich glaube, du bist untergewichtig. Ja, also weißt du, als du mir letztens gesagt... ich bin so 1,55 Meter. Du bist so groß wie ich! Aber keine Scheiße! Hast du dir deine Füße verlängern lassen? Ich hab mich vertan. Ich bin 1,55 Meter, hab die Zahlen vertauscht. Hä? Ja. Hey! Ich bin keine 1,55 groß, das weiß ich. Jonathan, das ist ja nicht schlimm. Wenn wir uns dann küssen, dann muss sich keiner bücken oder so. Alter, ich bin keine 1,55 groß. Ich bin 1,80 groß. Ja. Und du auch. Und dafür sind 50 Kilo untergewichtig. Oder hast du da irgendwelche Implantate oder irgendwelche, ich weiß ja nicht. Keine Ahnung, was man da macht. Ich hab Implantate, ja. Kann man immer wieder abschrauben? Ich bin Model. Ich bin 1,80. Okay. Und ich habe dich jetzt in die Magersucht getrieben oder warum wiegst du nur noch so wenig? Ja, du hast gesagt, ich bin dick und da ich mir so viel von deiner Meinung gegeben habe, habe ich ein bisschen abgenommen. Okay. Ich wollte gefallen, Ladies and Gentlemen, wir unterbrechen unsere kleine Liebesreise mit einer kleinen Pause vor der Kirche in Los Santos, ein wundervoller Ort. Hier haben sich schon viele Leute scheiden lassen, viele Leute haben hier schon geheiratet. Vielleicht ist das auch etwas für Sie hier in der nahen Zukunft. Wir reisen jetzt weiter an den Zielort und eine große Überraschung. Viel Spaß und Aufenthalt mit Big Baba Driver. Schau mal da, der Eingang zur Kirche. Hier sehe schon die Blumenmädchen. Stephanos. Nein, es wären keine Blumenmädchen, es wären Blumenmänner. Dann nicht Stephanos. Machst du so Heiratsanträge? Oh, das kommt drauf an. Je nachdem, wie sympathisch ich eine Person finde. Und wie sympathisch findest du mich? Du bist eine glatte 10 von 10. Baby girl. Ich glaube tatsächlich, dass keine jemals mich so überwältigt oder einfach gecatcht hat wie du. Und das wegen dem Untergewicht und so. Es tut mir leid, dass ich zu euch einen negativen Einfluss hatte. Ja, ich bin leicht... Also meine Meinung ist leicht beeinflussbar. Da musst du ein bisschen aufpassen. Das verstehe ich. Ja. Würdest du denn auch vielleicht aus deinem Elternhaus ausziehen und dir irgendwas Eigenes holen, wenn das dann alles funktioniert und so? Also du meinst... So... zusammenziehen? Ich würde mir schon sehr gerne mit dir so ein kleines Liebesnestchen aufbauen. Du weißt schon, was alles dazugehört. Wir tragen dieselben Pyjamas. Ich habe da so ein Shirt und du hast eins. Bei mir steht King und bei dir steht Queen. Und Prince und Princess? Ja, richtig, ganz genau. Baby Girl. Ich wüsste nicht, wie ich das Daddy sagen sollte, aber... Naja, er muss irgendwann selbst seine Kinder in die große, weite Welt hinausschicken. Das ist die Aufgabe jedes Elternteils, das wird er verstehen. Du wärst dann... Also, wenn wir mal ganz weit in die Zukunft blicken... Ja. Wärst du Jonathan von Richmond? Nein, du würdest meinen Namen annehmen. Aber ich habe doch gerade den Richmond-Namen bekommen. Naja, dann bekommst du dann einen anderen. Aber ich bin adelig. Boah, dann... Ey, wie also unsere Kinder heißen werden dann? Carlos und Shakira Laser. Wie geil ist das denn? Woher stammt der Name eigentlich? Kannst du mir ein bisschen was über deine Familie erzählen? Ja. Ja? Aber ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, mich so emotional schon dir gegenüber öffnen zu können. Das kannst du machen, klar. Wirklich? Du kannst dich auf meinen Schoß legen und dich ausweinen. Ich kann auch deinen Kopf kraulen. Und dir die Tränen wegküssen. Okay, gut. Also, welches Gespräch? Deine Eltern. Ja, was ist denn mit denen? Ja, erzähl mal ein bisschen. Ich rede da nicht so gerne drüber. Aber du kannst mir alles Mann, erzählen. Mann, so weit habe ich nicht gedacht. Okay, keine Ahnung. Laser ist einfach so fertig. Was willst du denn jetzt hören? Meine Eltern kommen aus Deutschland. Die eine ist verstorben, der andere arbeitet, ist auch verstorben. Und jetzt bin ich hier, habe in einem Polizeipräsidium in New York gearbeitet und will mich jetzt hier bewerben. Was willst du jetzt von mir? Was willst du denn jetzt von mir?
Was schreist du mich denn so an? Ladies and Gentlemen, ich möchte den kleinen süßen Streit bitte unterbrechen. Doch, das ist halt wichtig. Halt's Maul jetzt! Warum schreist du mich denn an? Ich wusste genau, dass du mich anschreist. Ja, weil das hat einfach... Das ist die Passion, die aus mir spricht, okay? Fragt was man willst doch du denn? Einfach. Ja gut, was denn für Laser? Denkst du, ich kann mir meinen Scheißnamen aussuchen? Keine Ahnung, wo ich der herkommt. Ich will doch wissen, woher der Name ist. Was ist das Problem? Ja. Ich bin interessiert. Okay, gut. Ist griechisch. Steht für der große, tolle... So... Ladies and Gentlemen, was wir auch noch Großes, Tolles heute Abend haben, wir haben gemietet das ganze Sisyphus-Theater und eine begnadete Sängerin engagiert. Ich bitte Sie auszusteigen und auf Ihre VIP-Plätze zu gehen. Folgen Sie mir bitte. Warte, ich mach dir die Tür auf. Ich kann auch alleine. Nein, du kannst nicht alleine. Komm raus jetzt. Ja, okay. Jetzt. Steig aus. Scheiße. Mann. Gut. Bitte folgen Sie mir, ich bringe Sie an Ihre ausgewiesenen Plätze. Natürlich. Beste Reihe VIP, wir haben sich das gewünscht, Mister. Genauso und nicht anders. Oh Gott. Da ist sie. Eingeflogen. Aus, hier. Ne? Sehr gut. Mhm. Du hast gewünscht. Du bist es ja wirklich, ich fasse es nicht, ey! So. Ihr könnt euch gerne dorthin setzen oder auch hier ganz vorne, wenn ihr möchtet, das ist kein Problem. Das ist alles für euch hier extra vorbereitet. Was? Ich will nicht, dass du dir anguckst. Junge, die ist Film, das ist der erste Live-Auftritt, den ich sehe. Ich habe damals schon ein Poster von ihr an meiner Wand. Findest du die geil oder was? Nein. Komm doch einfach her, setz dich hin. Entspann dich mal. Ja, was ist an der so toll? Hey, ich bin großer Fan. Ladies and Gentlemen, wir haben heute versammelt hier bei zwei wunderschöne Personen. Das ist die international bekannte Birdie. Man nennt sie Birdie. Sie Birdie. Wird uns jetzt ein Lied singen. Bitte nehmen Sie Platz vor Ihnen gerne. Das ist der ganze Sisyphus-Theater gehört Ihnen. Sie können sich auf die letzte Reihe setzen, wenn Sie möchten. Das gehört alles Ihnen. Ich wünsche Ihnen nun eine viel schöne Unterhaltung mit der großartigen Birdie, aka Fiona aus Los Santos und Ihre zukünftige Welttournee. Möge die Liebe mit euch sein. Einen wunderschönen guten Abend. Hey, großer Fan, das hörst du wahrscheinlich jeden Tag, aber ich liebe deine Musik, Birdie. Das ist sehr lieb, dankeschön. Ja. Die ist ja wild. Sitzen Sie bequem? Setz dich doch mal. Nee, ich tanz gleich. Nee, du kannst dich auch setzen. Ich tanz gleich. Ich will, dass du dich neben mich setzt. Das war eine dumme Scheiße aber auch. Ja, natürlich. Nehmen noch ein kleines Prosecco, um ein bisschen die Stimmung aufzulocken. Ja. Dann wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß. Ja, danke. Guck da nicht hin. Gut. Dann nehm nicht. Ja. Guck mich an. Birdie, du darfst anfangen. Okay. Heartbeats best. Colors and promises. Alter, bitte nicht. How to be brave. Was? How can I love when I'm afraid? Hey Leute, genieß es doch bitte, einfach bitte. But watching you stand alone. Das wird mich nur dir. All of my doubt suddenly goes away somehow. Bitte nicht, bitte Melody, bitte nicht. I've died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. Time. Stand still, beauty in all she is. Das ist nur für dich, Melody. I will be brave. I will not let anything take away. But standing in front of me, every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting
for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. I loved you for a thousand more. All along, I believe I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for a thousand years. Das ist der sterbende Schwan, oder? For a thousand years. So, wir machen gleich weiter im Programm. Genießen Sie kurz Ihre Stille. Lieber DK, Fiona muss kurz Ihre Stimme schauen und Sie wissen ja, wie Fiona, das ist. Fiona, großer Fan! Kurz, denken Sie kurz an Ihren Prosecco, den habe ich Ihnen hingestellt. Genießen Sie die Zeit, gleich geht's weiter. Ach ja. Ey, eine musst du noch machen, Fiona, eine noch. Irgendwie erweckt das ganz viel in mir. Küss mich. Was? Was? Ach so. Never mind. Peinlich. Whatever. Hast du schon angefangen? Ah. Sich gerade besser kennen da unten. Keine Ahnung, was ist das? Kurze Frage, kennt ihr Green Day? Ja. Ja. Habt ihr was davon noch hören? Mach was du möchtest, ich bin Fan von allem. Und ich find's kacke, dass Green Day, einfach den Text und so und die Melodie von dir übernommen hat. Deswegen spiel doch einfach deine, ja, ist wirklich so, spiel einfach deine Version. Ich will das Original hören. Ich kann ja auch was vorsingen. Ja, pass auf. Erstmal nicht, ne? Aber vielleicht gerne mal einen anderen Mal. Warum denn nicht, Digga? Wow, ich wollte dir was vorsingen. Warum denn nicht? Ja, kein Problem. Ja, mach mal. Wow. Okay, gut, dann machen wir das. Dürfen wir Sie auf die Bühne begleiten? Da können Sie gerne was singen. Kein Problem, ich helfe Ihnen auch. Kommen Sie hoch zu mir. Dann können Sie gerne mitsingen. Oder Sie singen was vor, das menschliche Leiter, bitte, kein Problem. Nein. Okay, ja, easy, ich weiß. Und bitte nicht das, was ich